Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des VfL Osnabrück gegen den FC St. Pauli. Entstand an der Bremer Brücke 1:2. Timo Schulz, wir fangen mit dir an. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal bin ich natürlich als Trainer zufrieden mit den 3 Punkten, dass wir die mit nach Hamburg nehmen können. Ich glaube, wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, dann ist der Sieg auch nicht unverdient. Wir haben sicherlich gewollt, auch von Osnabrück, Spielkontrolle gehabt, mussten immer wieder aufpassen auf ihre Umschaltsituation und vor allem bei Standards waren sie sehr gefährlich, haben dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, durch ein schönes Tor und einen glücklichen Elfmeter relativ schnell in Führung gehen können und hätte mir natürlich gewünscht, dass wir da nachlegen, dass dann vielleicht das Tor nicht zurückgenommen wird, aber dass dann hier noch was passieren kann. Ich sehe da links so das Trikot von Joe Enochs hängen. Hätte ich mir schon noch gewünscht, auch mit ein paar Zuschauern, dann wäre hier richtig was los gewesen. Und so wurde es am Ende nochmal kribbelig. Die Osnabrücker sind ein bisschen mehr Risiko gegangen und haben dann dementsprechend auch ihre Chancen bekommen. Und wir konnten das Ding dann über die Ziellinie retten, aber viel länger hätte das Spiel auch nicht dauern dürfen. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir auch direkt zu den Fragen von den Journalisten. Fangen wir an mit Stefan Krause von der Mopo. Er fragt, Olsson dürfte eine Weile ausfallen. Das sah nach Adduktoren aus. Ist das korrekt? Ich glaube, es ist eine gute Ferndiagnose, aber ich habe jetzt da auch noch nicht irgendwie neuere Erkenntnisse. Dann nochmals Stefan Krause. Angesichts der anderen Ergebnisse des Spieltags, war das eine Art Vorentscheidung? Für was? Zum Klassenerhalt. Ach so, ja. Bis jetzt haben wir uns eigentlich relativ wenig damit beschäftigt, was, wann, wo irgendwann mal sein könnte. Und das ist auch gut so. Also ich glaube, wenn wir uns weiter auf die nächsten Spiele, die nächsten Aufgaben konzentrieren, dann werden wir weiter gute Leistungen bringen, dann werden wir unsere Punkte holen und dann werden wir ganz am Ende nach dem 34. Spieltag auch sehen, wofür es dann dieses Jahr gereicht hat. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir die Klasse halten. Momentan sieht es dafür ganz gut aus. Trotzdem werden wir uns jetzt vielleicht mal auch 3-4 Tage Pause gönnen dürfen in der Länderspielpause. Die Rallye in den letzten 7-8 Wochen, die war schon wirklich kräftezehrend. Das hat man, glaube ich, auch die letzten 3 Spiele gesehen. Und wir werden dann auf jeden Fall Anlauf nehmen, um die Restsaison noch erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Und wie gesagt, was dann am Ende dabei rauskommt, das werden wir sehen. Das liegt in unserer Hand. Dahingehend hat trotzdem Michael Ackermann von der Bild nochmal die Nachfrage. Also nimmst du jetzt auch keine Glückwünsche entgegen? Nein. Dann nochmals Michael Ackermann von der Bild. War das der Mamouche, wie du ihn dir vorstellst? Und war das ein Elber? Mit dem Elber, wie gesagt, ich habe es noch nicht wirklich gesehen von meiner Position auf der Bank. Da rennen dann auch noch mal 2-3 Leute vorum. Ich glaube, es waren, wenn man so will, 2 halbe Elfmeter. Vielleicht gibt es dann dafür einen ganzen zusammen. Aber wir hatten jetzt in der letzten Zeit so viele strittige Situationen, ob abseits oder nicht abseits, Elfmeter oder nicht abseits, Elfmeter. Und mal greift der Video Assistant Referee ein und mal nicht. Also es ist halt so, wie es ist. Muss ich kein Fan von sein, aber ich muss damit leben. Dahingehend hatte Hartmut von Kamecke von Sky auch nochmal die Frage, also bezüglich der hauchdünnen Abseitsentscheidung durch den VAR, wie hältst du das grundsätzlich? Ich halte von dem VAR gar nichts, das weiß auch jeder, von daher brauche ich mich da auch nicht weiter zu äußern. Dann nochmals Michael Ackermann, hättest du Jannis gern früher gebracht, wie hat er die Minuten sicher gemacht? Ja, Jannis ist ein hochtalentierter Spieler mit einem enormen Tempo. Hatten dann die Wahl, als Sebastian ausgefallen ist, zwischen der defensiven Variante mit Adam und der offensiven mit Jannis. Wir haben dann aufgrund der Situation erstmal für Adam entschieden und später, als wir dann umgestellt haben, konnten wir auch noch Jannis bringen und der macht seine Schritte im Training, ist wieder nah dran an der Mannschaft und hat sich den Einsatz heute verdient und hat es auch gut gemacht. Es gibt noch mal eine Nachfrage bezüglich Olsson. Hatte er in der ersten Halbzeit schon Probleme, fragt mich Herr Ackermann. Nicht, dass ich wüsste, nee. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hat da, glaube ich, irgendwie einen falschen Schritt gemacht. Und das kann leider passieren, das gehört dazu. Wie gesagt, die Rallye der letzten 8 Wochen, die hat auch wirklich Kraft gekostet. Und Sebastian war immer auf dem Platz und ist auch ein Musterprofi. Und schauen wir mal, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Dann noch 2 Fragen von Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt. Die erste, war klar, dass Burgstaller den Elfer schießt? Ja, wir haben schon so unsere Kandidaten festgelegt, aber die Jungs müssen am Ende die Entscheidung auf dem Platz selber treffen. Und ich glaube, wenn Guido sagt, dass er schießt, dann kommt da auch keiner dran vorbei, traut sich keiner mehr. Und dann noch die Abschlussfrage. Bemängelst du, dass ihr aus der langen Überlegenheit in der ersten Halbzeit so wenig klare Chancen erarbeitet habt? Ja gut, wir haben uns das Spiel der Nürnberger der Osnabrücker in Nürnberg angeguckt. Da haben sie auch schon wirklich sehr kompakt gestanden. Ich glaube, das ist in der Situation jetzt auch das Richtige. Und
dann kann man nicht einfach mal sagen, wir spielen es aus und wir spielen uns durch und wir gewinnen die 1-gegen-1-Duelle am Flügel und Flanken und haben Chancen ohne Ende. Wir wollten auch in der Absicherung gut stehen. Da haben wir gesagt, wir lassen lieber einen Mann mehr hinten in der Restraumsicherung und haben ein bisschen auf Zeit gespielt, weil wir wussten, dass wir unsere Chancen kriegen. Und das ist dann ja auch in der zweiten Halbzeit so gewesen. Und man hat es ja auch gesehen, wenn Osnabrück dann ein bisschen aufmachen muss und ein bisschen mehr Risiko gehen muss, dass wir dann mit unseren guten Fußballern, mit unserem Tempo dann auch relativ schnell gefährlich werden können. Und ja, zum Glück ist das so aufgegangen. Wünscht man sich natürlich als Trainer häufiger. Vielen Dank, Timo. Dann übergeben wir direkt an Sebastian Rüther und noch alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Ja, wie angekündigt, Teil 2 der Pressekonferenz nach dem Spiel des VfL Osnabrück gegen den FC St. Pauli. Jetzt mit Cheftrainer Markus Feldhoff, den ich um sein Statement zum Spiel bitte. Markus. Ja, man hat, glaube ich, in den ersten 10, 15 Minuten gesehen, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der mit einer breiten Brust gekommen ist, der eine tolle Serie im Rücken hat. Konnten uns da kaum befreien, haben uns dann aber in das Spiel reingekämpft, reingebissen, haben mehrere Situationen, wo wir Bälle gut gewinnen und vielleicht mehr aus den Ballgewinnen hätten machen können. Die eine oder andere Chance, gerade nach Ecken oder Standards allgemein, ist dann auch da gewesen, wo wir einfach für uns in guten Phasen dahin kommen müssen, dass wir mal ein Tor schießen und einfach diesen Rückenwind bekommen. Nach der Halbzeit gibt es dann einen Elfmeter gegen uns, den ich jetzt auch noch nicht gesehen habe. Auch dazu vielleicht einmal, wenn wir einen Schiedsrichter haben, der einen Elfmeter pfeift und es gibt einen Video Assistant Referee, der den nicht korrigiert, hoffe ich und gehe davon aus, dass das eine klare Entscheidung ist. Danach sind wir ein bisschen kopflos gewesen, einen kurzen Moment diese Absicherung verloren, weil einfach in der Mannschaft drin steckt, wir wollen jetzt unbedingt alles korrigieren. Kriegen durch den Konter das 2-0, aber die Moral, die wir danach wieder gezeigt haben, an uns geglaubt, Anschlusstreffer erzielt, bis zum Ende alles reingeworfen, gibt mir hin weiter großen Mut, dass wir in den nächsten Wochen das Ziel, für das wir jeden Tag arbeiten, erreichen. Aber dass der Sieg für St. Pauli nicht unverdient war, um das ganze Spiel, sehe ich genauso. Und Glückwunsch nach St. Pauli. Vielen Dank, Markus. Frage von Stefan Alberti, Neue Osnabrücker Zeitung. Ärgern Sie sich darüber, dass Sie möglicherweise zu defensiv gestartet sind? Nee, ich glaube, wir sind eigentlich sehr offensiv gewillt gestartet, aber der Gegner hat das einfach nicht zugelassen. Also muss einfach sagen, dass wir da sehr gut attackiert wurden, St. Pauli sehr ballsicher war und wir uns eigentlich gar nicht befreien konnten, weil der Ball relativ schnell immer wieder weg war. Also die Ausrichtung war eigentlich sehr viel offensiver gewählt, aber es gibt ja auch immer einen Gegner, der auch mitspielt und darauf muss man dann dementsprechend reagieren. Nochmal Stefan Alberti, der gerne wissen möchte, ob du jetzt froh bist, dass die Länderspielpause ist oder ob du es eher nicht bist. Nee, also grundsätzlich wäre mir ganz lieb, wenn wir einfach weiterspielen würden. Ne? Also ich habe diese Woche wieder einen Schritt in die richtige Richtung gesehen. Ne? Das letzte Woche war halt für uns ein Erfolgserlebnis, an dem jeder ein bisschen gewachsen ist und das müssen wir uns auch erarbeiten. Ne? Ob wir jetzt 2 Wochen Zeit haben, die werden wir natürlich nutzen. Aber wenn es dann weitergeht, wir brauchen einfach die Spiele und müssen in den Phasen, in denen wir gut sind, uns einfach mal belohnen, um dann weiter uns zu stabilisieren und einfach diesen Glauben, der manchmal vielleicht ein Stück weit fehlt, auch in Situationen nach Ballgewinnen oder wo dann der letzte Pass vorne fehlt, um es das weiter einfach zu erarbeiten. Und dann hatten Stefan Alberti und Lars Reinefeld von der dpa noch die explizite Frage nach dem Elfmeter, aber du hast, glaube ich, schon ausreichend beantwortet. Dann ist es das schon gewesen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Unseren Gästen natürlich alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und eine angenehme Heimreise und uns allen zusammen noch ein schönes Restwochenende. Danke. Danke.